Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei den Harvest Limited Time Events. Wir spielen gegen die Mannschaften, die am Thanksgiving Day antreten müssen. Heute geht es gegen die Buffalo Bills. 3-Sterne-Herausforderung, wir sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir 2 Passing-Touchdowns erzielen und wenn wir mindestens 3-mal einen Sack schaffen gegen Josh Allen. So, wir spielen zu Hause hier in Dallas im AT&T Stadium. So lautet ja auch die Partie am Thanksgiving Day. Wir sehen den Kickoff. Der Ball geht an die 1-Yard-Linie der Bills. Oh, Probleme beim Return. Und gleich mal ein Mordshit an der 19-Yard-Linie. Beginnen die Buffalo Bills hier in den ersten Drive. So, wir stellen unsere Defense entsprechend ein. Wir sollen ja Sacks schaffen. Deswegen werden wir natürlich blitzen müssen. Wir tun das erstmal mit den beiden Safeties. Erster und 10 an der 19-Yard-Linie. Der Running Back geht in Motion. Da war gleich mal viel Druck. Aber gut reagiert von Josh Allen. Da ist er cool geblieben, schafft einen First Down. So, wir blitzen mit dem Linebacker. Erster und 10 an der 33-Yard-Linie. Lauf durch die Mitte, gut gestoppt. Van der Esch ist da. Zweiter Versuch und 9 damit. Wieder kommt der Safety-Blitz. Oh, fast der Sack. Tillman kam da sehr schnell rein. So, wir haben einen dritten Down und wir blitzen weiter. Dritter und 9. Oh, was für ein Catch. First Down für die Bills. An der 48-Yard. Ich bin ja gar nicht traurig darum, wenn der Drive weitergeht. So haben wir die Chance, unsere Sacks zu schaffen. Erster und 10 an der 48. Van der Esch mit dem Tackle, aber das ist ein neuer erster Versuch und 10. So, wir blitzen jetzt mal mit den Linebackern aus der Mitte. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie. Und fast sogar eine Interception. Zweiter Versuch und 10. Wir blitzen mit den Linebackern, die sind jetzt in die D-Line gestellt. Zweiter und 10 von der 42. Oh, da muss ich doch auf den Quarterback gehen. Ich bin auf den Running Back gegangen. Neuer erster Versuch und 10. Ball an der 23-Yard-Linie. Also Josh Allen bis dato nicht zu sacken. Laufversuch gestoppt. Wir haben einen zweiten Versuch und 8. Blitzen nochmal wieder mit den beiden Safeties. Diesmal kommt die Ballübergabe an den Running Back. Er kommt aber nicht wirklich nach vorne. Damit haben wir einen dritten Versuch und 8 von der 21-Yard-Linie. Das war ein Slant und ein Incomplete Pass. Der Drive der Bills ist vorbei. Heieiei, da müssen wir uns was einfallen lassen. Also wir sind nicht gut durchgekommen. Da müssen wir stärker werden. So, die Bills gehen in Führung. 3-0. Also wir müssen auch noch 2 Passing-Touchdowns erzielen. Wir sollten das versuchen, relativ schnell zu tun, damit die Bills hier mit ihrer Offense wieder aufs Feld können und wir die Gelegenheit bekommen, Sacks zu generieren.
So, erster Versuch und 10. Schau mal, was wir hier bekommen. Nehmen wir den Scat. Achten links außen auf Terrell Owens. Gegen den Cornerback der Bills. Da lässt sich auch der Safety fallen, deswegen gehen wir auf die sichere Variante auf Michael Irvin. Der Ball ist an der 43-Yard-Linie. Schaffen wir noch ein Play? Nein, das dauert zu lang. Das erste Quarter ist vorbei. Keine Punkte der Cowboys. Kein Sack, also das war nicht gut, was wir hier bis dato gezeigt haben. Play Action Wurts. Wir achten auf Irvin links außen und Owens, der im Slot positioniert ist. Der Safety lässt sich fallen. Incomplete Pass. Tight End Drive. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auch hier wieder auf Michael Irvin links außen. Wir müssen schauen, was der Safety macht. Der zieht nach innen. Ja, da ist Michael Irvin zu schnell. Touchdown Dallas. Wir haben den ersten Passing TD. Das ist für einen Cornerback wahnsinnig schwer, gegen Michael Irvin zu verteidigen. Da muss dann schon der Safety mit. Und wenn der nach innen zieht, hat der Receiver halt dieses 1 gegen 1. Und kann den Catch machen. So, der Kick ist unterwegs. Geht an die Goal-Line. Wir sehen den Return der Buffalo Bills. Der ist gestoppt an der 29-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Buffalo. So, wir probieren jetzt mal was anderes. Wir gehen jetzt mal in eine Zone-Coverage. Heißt, wir versuchen, Allen die Anspielstation zu nehmen. Lauf durch die Mitte. McCoy kommt nicht durch. Zweiter Versuch und 9. Ball an der 30-Yard-Linie. Und wieder ein Run. Dritter und 9. Die Buffalo Bills holen sich bei dem Versuch, das Laufspiel zu etablieren, mal eine extrem blutige Nase. Und damit den ersten Sack im Spiel. Ed Tuttle Jones kommt durch. Sack Nummer 1, 4. und 18. Die Bills müssen punten. Das war gut. Wir haben den ersten Sack im Spiel geschafft. An der 30-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Der Return über die linke Seite. Bis in die Hälfte der Bills hinein. Wir sind an der 44-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Schau mal, was wir hier haben. Ich möchte natürlich, wie gesagt, nicht allzu lange in Ballbesitz. Fake Screen Wheel. Cooper im Slot, auf den achten wir mal besonders. Und hier vorne ist ein Terrell Owens, Mutterseelen allein. Two-Minute Warning, es laufen die letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit. Nehmen wir den Nick Stick. Wir achten auf Irvin im Slot. Und dann Mike Cooper auf der rechten Außenposition. Wir schauen wieder, was die Safeties machen. Ja, ich wollte gerade über die Mitte werfen. Da schlägt es leider ein. Dritter und 18. Wir gehen per Audible in eine Double Goals. Achten auf Irvin links. Auch hier wieder der Blick geht zum Safety. Ja, das haben sie gelernt. Da passen sie jetzt gut auf. Der Ball ging zu Olawale. Vierter und 11 von der 45-Yard-Linie. Und natürlich spielen wir den aus. Nehmen wir den Play-Action-Deep-Seam. Achten auf Owens links und auf Amari Cooper rechts. Oh, da ist der Safety mit dabei und der verhindert den Catch.
Turnover on down. Das heißt, an der 45-Yard-Linie kommen die Bills mit der Offense aufs Feld. Incomplete Pass, Van Der Esch ist dazwischen. Cover 4 Palms, 2. und 10 von der 45-Yard-Linie. Oh, viel Druck. Oh, da haben die Cowboys geschlafen. Zweimal geht da der Sack-Versuch ins Leere. Neuer erster Versuch und 10. Das haben die Bills sehr gut gespielt. Der Ball ist an der 41-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. 50 Sekunden noch zu spielen in der ersten Hälfte. Und wir haben den zweiten Sack im Spiel. Diesmal ist es die Marcus Lawrence, der durchkommt. 2. und 18 jetzt von der 49-Yard-Linie für Buffalo. Wieder ist Druck. Incomplete Pass. Tillman mit der Chance zur Interception. 3. und 18, Ball an der 49-Yard-Linie. Wir brauchen noch einen Sack im Spiel. Das ist ein Tackle for Loss. Der Running Back kommt da nicht nach vorne. Wir nehmen eine Auszeit, weil die Bills sonst die Uhr hätten komplett runterlaufen lassen. So müssen sie punten und wir kommen nochmal mit der Offense aufs Feld. Denn wir brauchen ja noch einen Passing-Touchdown. Der Ball geht an der 11-Yard-Linie ins Aus. Boah, 32 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Wir haben noch zwei Auszeiten. Nehmen die 4 Verticals. Wir achten auf Owens, wir achten auf Amari Cooper. Der Blick geht wieder zu den Safeties. Und das ist ein 1 gegen 1. Das ist ein First Down an der 31-Yard-Linie. So, 4 Verticals. Wir probieren wirklich nochmal die Endzone zu erreichen. Eine Auszeit haben wir noch. Wir achten auf Owens und auf Amari Cooper. Die beiden Safeties wieder das Entscheidende. Wir gehen über die Mitte und das ist Michael Irvin mit dem Touchdown. So, damit haben wir die beiden Passing TDs, die wir erzielen sollten, erledigt. Das haben wir abgehakt. Jetzt geht es wirklich nur noch um die Sacks, beziehungsweise um den einen Sack, den wir noch generieren müssen. 14 zu 3 der Spielstand. So, damit die Bills auch noch mitspielen, ein Onside-Kick. Weil sonst würden sie eventuell aufs Knie gehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Erster und 10. Ball an der 42-Yard-Linie. 18 Sekunden hat Buffalo noch Zeit. Zweimal können sie die Uhr noch anhalten. Ein vollständiger Pass, kein Raumgewinn. Jetzt nimmt Buffalo eine Auszeit. 2. und 10 von der 42-Yard-Linie. Und das ist der dritte Sack. Und damit haben wir auch dieses Bonusziel erreicht. Jetzt müssen wir das Spiel in Anführungszeichen nur noch gewinnen. Die Bills probieren mit dem... Ah, ist das letzte Play. Kann es noch nicht so unbedingt sein. Gehen auf eine Hail Mary und fast intercepted. 4. Versuch und 19. 2 Sekunden noch zu spielen. Da probieren die Bills gleich nochmal eine Hail Mary. Der Ball ist in der Luft. Und ist gepickt von Renfro. Erster und 10 an der 2-Yard-Linie. Wenn das Spiel noch weitergehen würde, aber das war das Ende der ersten Halbzeit. So, wir können gleich in die zweite Halbzeit einsteigen. Wir haben die Bonus-Goals beide schon erreicht. Das heißt, ab jetzt können wir hier schon Zeit von der Uhr nehmen. An der 34-Yard-Linie wird der Return von Sanders gestoppt. Hier heißt es jetzt erster Versuch und 10 für die Cowboys. Und jetzt setzen wir natürlich verstärkt aufs Laufspiel.
Elliott mit dem Run durch die Mitte. Kommt an die 34 Yard, an die 44 Yard Linie daran. Neuer erster Versuch und 10 für Dallas. Wir laufen über die rechte äußere Seite. Elliott ist unterwegs. Oh, da kommt er nicht gut raus. Verliert 2 Yards bei diesem Versuch. Zweiter Versuch und 8. Ein Counterplay. Rechts antäuschen. Wir laufen aber über die linke Seite. Und jetzt ist Elliott im Open Field. Schön, wenn ich solche Einladungen bekomme, dann sagen wir auch nicht nein. Touchdown Dallas Cowboys. So, der PET ist gekickt, ist gut. Und es steht 21-3 für die Dallas Cowboys. So, damit dürfte auch, was den Ausgang des Spieles angeht, hier schon eine gewisse Vorentscheidung gefallen sein. Wir führen jetzt mit 18 Punkten. Die Buffalo Bills haben bis dato einen Field Goal erzielen können. Das sieht also alles sehr, sehr gut aus. Erster und 10 an der 26-Yard-Linie. Sean McCoy mit dem Return. Die Cowboys gehen in eine Cover One. Erster und 10 von der 26-Yard-Linie. Interception. Renfro mit dem zweiten Pick. Ballbesitz Dallas an der 31-Yard-Linie von Buffalo. Erster Versuch und 10. Wir laufen mit Elliott durch die Mitte. Sehr gute Blocks. Da kann er sich aus dem ersten, aus dem zweiten Tackle-Versuch lösen und kommt an die 8-Yard-Linie der Bills heran. First and Goal Cowboys. So, wir laufen mit Elliott über die linke innere Seite und kommen an die 4-Yard-Linie heran. Second and Goal. So, jetzt geht's über die rechte Seite. Da wartet Elliott, bis er die Lücke sieht und kommt an die 2-Yard-Linie heran und die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. Third and Goal. Und Elliott ist in der Endzone zum Touchdown für die Cowboys. So, wir sehen den PET. 28-3 der Spielstand. 1:15 noch zu spielen im dritten Quarter. Der Kickoff ist unterwegs, geht an die Goal-Line herein, jetzt der Return. Der ist gestoppt an der 24-Yard-Linie. Hier heißt es jetzt erster Versuch und 10 für die Buffalo Bills. So, Cover One Hole. Wir bleiben also in einer Man-to-Man-Coverage. Erster und 10 von der 24. Keine Chance für McCoy. Zweiter Versuch und 10. Ich glaube, in Richtung Renfro wird Josh Allen heute nicht mehr werfen. Kaum sage ich es, tut das doch. Incomplete Pass. Dritter Versuch und 10. Bei den Bills geht überhaupt nichts mehr zusammen. So, Incomplete Pass. Vierter und 10. Die Bills punten von der eigenen 24-Yard-Linie. Der Kick, der geht bis an die 28-Yard-Linie. Sanders mit dem Return. Und kommt an die 47-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Dallas. 26 Sekunden noch zu spielen im dritten Quarter. So, wir laufen mit Elliott weiter. Diesmal geht's durch die Mitte. Elliott auf der Suche nach einer Lücke, aber da war keine. 2 Yards Raumgewinn nur. Bedeuten einen zweiten Versuch und 8.
Das letzte Play im dritten Quarter. Elliott kommt bis an die 45-Yard-Linie heran. Dritter Versuch und 2. So, wir sind im Schlussviertel. Wir laufen mit Elliott, aber wir laufen über die rechte Seite. Und das hat gereicht für ein neues First Down. Ball ist an der 42-Yard-Linie der Bills. Und das Wichtige ist jetzt hier, die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. Solange wir mit Elliott durch die Mitte laufen können, bis an die 35-Yard-Linie ging der ran. Lauf durch die Mitte. 2. und 3. Das ist ein neues First Down für Elliott, der immer noch auf den Beinen ist. Wir sind in der Red Zone der Bills. 1. und 10 Dallas. So, wir laufen hier gnadenlos immer weiter. Die Uhr läuft die ganze Zeit. Elliott über die rechte Seite hat da eine Lücke. Und kommt bis zur 3-Yard-Linie der Buffalo Bills. First and Goal heißt es. Der Running Back der Cowboys nicht zu stoppen. Rechts antäuschen, links laufen. Einfacher Touchdown für die Cowboys. Sehr gute Blocking-Arbeit. Der Kick ist gut. Und es steht jetzt mittlerweile 35-3. Wir sind beim Two-Minute-Warning auch angekommen. Heißt, hier laufen jetzt die letzten 2 Minuten der Partie. Eine Partie, die schon lange, lange entschieden ist. Der Kick geht bis an die Goal-Line. Jetzt der Return. Der ist gestoppt an der 25-Yard-Linie. Hier heißt es jetzt erster Versuch und 10. So, wir gehen in eine Zone Coverage, eine Cover 4 Drop. 1. und 10 an der 25. Vollständiger Pass von Josh Allen. 2. Versuch und 12. Josh Allen gehört ja eigentlich auch zu den Quarterbacks, der gerne und gut scramblen kann. Aber davon war hier in der Partie mal so überhaupt nichts zu sehen. Wir sehen den nächsten Sack, die Marcus Lawrence. Die Bills nehmen ihre erste Auszeit und sehen sich jetzt an dem dritten Versuch um 12 gegenüber. Der Ball ist an der 23-Yard-Linie. Incomplete Pass, 4. und 12. Die Bills spielen die nicht mehr aus, das heißt, die haben sich irgendwo jetzt auch ihrem Schicksal ergeben. Irgendwann weiß man halt, es bringt einfach nichts. So, der Kick geht an die 27-Yard-Linie Sanders mit dem Return. Eigentlich wollte ich links herumlaufen, aber da war alles zu. Rechts kamen wir bis kurz vor die Mittellinie. 1. und 10 an der eigenen 49-Yard-Linie. So, 1:11 noch zu spielen. Wir haben noch 3 Auszeiten, die Bills derer noch 2, aber ich glaube nicht, dass die ja noch groß zum Tragen kommen werden. Elliott ist nicht mehr zu stoppen. Kommt an die 23-Yard-Linie. Neuer erster Versuch und 10 für Dallas. Elliott ist jetzt in the zone. Und wir laufen gnadenlos weiter. Auch hier wieder gut gewartet, bis die Lücke da war. Kommen an die 17-Yard-Linie. 2. Versuch und 4. Elliott mit einem Lauf durch die Mitte. Kommt an die 5-Yard-Linie heran. First and goal. Ich weiß nur nicht, ob wir noch ein Play sehen werden. Nein, das Spiel ist aus. 35-3 schlagen die Dallas Cowboys die Buffalo Bills. Das kennen die Bills ja von den Cowboys aus den Super Bowls. 5 Sterne Gold, Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.